Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es um das Thema Testen im Detail geht. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie man von der systematischen Planung über eine Testspezifikation zur Durchführung kommt und dann die Durchführung später analysiert. Und das würde ich Ihnen Schritt für Schritt gerne vorstellen in diesem Video. Grundsätzlich starten Sie wie immer im Leben mit der Planung. Das heißt, Sie haben ja nicht beliebig viel Budget und beliebig viel Zeit, um den Software-Test durchzuführen. Irgendwann müssen Sie zwingend liefern. Sie haben bei dem Kunden einen Liefertermin versprochen und Sie haben nur eine begrenzte Menge an Budget. Also einfach die, und wenn es nur die Zahl begrenzt ist durch die Zahl der Leute, die Sie zur Verfügung haben, über die Zeit, die Sie zur Verfügung haben. Also müssen Sie planen, um Ihre Ressourcen oder Ihre Manpower richtig zu investieren. Das ist die Frage, wie kann man das machen? Und normalerweise gehen Sie nach den Risiken vor. Das heißt, Sie überlegen sich, was ist das Schlimmste, was die Software anrichten kann? Also der größte Schaden, den sie verursachen kann, und wo ist es wahrscheinlich, dass die Software einen Schaden verursachen kann? Das heißt, Sie sehen schon Schadenhöhe plus Wahrscheinlichkeit. Also wir sind zum Bereich des Produktrisikos. Und da überlegen Sie sich, was sind Ihre größten Risiken, die Sie bekämpfen wollen durch Testen, und mit denen starten Sie zuerst. Und dann versuchen Sie durch die Testplanung risikoorientiert vorzugehen. In der Testplanung legen Sie grob auch fest, welche Werkzeuge und Tools Sie verwenden wollen, welche Leute Sie brauchen und so weiter. Im nächsten Schritt versuchen Sie dann, die Testfälle einzeln festzulegen. Das heißt, jetzt gehen wir in die Testspezifikationen über. Das kann jetzt mit einem Werkzeug sein, dass Sie eine Testanleitung Schritt für Schritt in ein Werkzeug reintippen. Es kann aber auch sein, dass Sie Entwickler abstellen, die Ihnen Unit-Tests schreiben oder mit Cypress beispielsweise einen Oberflächentest implementieren. Es kann auch sein, dass das einfach ein Word-Dokument ist oder eine Menge von Post-it-Notes an der Pinnwand. Also die Testspezifikation kann durchaus unterschiedliche Formen haben, hängt auch sehr stark an der Domäne, in der Sie sich bewegen. In so ein einfaches Internetsystem können Sie wahrscheinlich mit ein paar Post-it-Notes erschlagen. Wenn Sie was Sicherheitskritisches machen, dann müssen Sie beweisen, dass es eine Testspezifikation gab und dass die Tests durchgeführt worden sind. Also abhängig von der Domäne machen Sie hier verschieden viel oder wenig im Bereich der Testspezifikation. Dann, wenn Sie die Tests spezifiziert haben und der Zeitpunkt gekommen ist, man kann das kontinuierlich machen und oder am Ende, wenn Sie liefern, fangen Sie an, die Tests durchzuführen. Das heißt, letzten Endes führen Sie die Testspezifikationen aus. Ob das jetzt die Unit-Tests sind, die Sie im Bildprozess durchführen, oder der Cypress-Test, den Sie vielleicht in der Akzeptanz-Test-Stage von Ihrem Continuous-Delivery-Prozess durchführen, oder Sie führen eine Menge von manuellen Tests durch, zum Beispiel, wenn Sie kurz vor der Auslieferung nochmal einen kompletten, vollständigen Systemtest machen. Also Testdurchführung. Wenn in der Testdurchführung Fehler auftreten, was wahrscheinlich ist, also eine fehlerfreie Software gibt es nicht, müssen Sie natürlich die aufgetretenen Fehler protokollieren. Grund ist folgender: Sie können nicht jeden Fehler sofort reparieren. Also wenn Sie was testen und dann gleich anfangen zu debuggen, gehen Sie nicht gescheit prioritätsgetrieben vor. Das könnte sein, dass Sie dann unwichtigen Kleinkruscht reparieren, aber dann zum Testen der wirklich wichtigen Features nicht mehr kommen. Deswegen ist es wichtig, nicht jeden Fehler sofort zu reparieren, sondern zunächst einmal eine Fehlerdatenbank zu schreiben, um dann im Team zu entscheiden, welche Fehler werden zuerst repariert, wo fangen Sie mit dem Debuggen zuerst an. Es gibt Veröffentlichungen, die sagen, man soll auch jeden Fehler sofort reparieren. Das können Sie zum Beispiel bei Sutherland nachlesen. Also er sagt, wenn man die Fehler sofort repariert, ist man deutlich, deutlich effizienter, wenn man während des Entwickelns diesen Fehler findet. Ist auch klar, weil man dann natürlich noch den ganzen Kontext hat und weiß, wo man hingreifen muss als Entwickler. Und wenn Sie dann ein paar Wochen vergehen lassen, ist dieses Wissen natürlich weg. Also haben wir so einen Widerstreit zwischen Systematik, geplantem Vorgehen, prioritätsgetriebenem Vorgehen und dem Know-how-Verlust, der natürlich dadurch rührt, dass Sie, wenn die Entwicklung und das Testen und das Debuggen weit auseinander liegen zeitlich. Also da muss man einen guten Kompromiss finden, offensichtlich. Und was Sie am Ende der Testphase machen oder während der Testphase schon, Sie analysieren, wie weit Sie vorankommen. Ne? Das heißt, Sie müssen ja zwischendurch die Frage beantworten, testen wir überhaupt genug? Haben wir genügend Leute, die testen, oder genügend, sagen wir mal, Software, die testet? Brauchen wir vielleicht mehr Personal beim Debugging? Ist irgendwann eine Stabilität erreicht, dass wir liefern können? Also das heißt, Sie versuchen beim Testprozess natürlich Daten zu erheben, um
irgendwann Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise können sie liefern und was machen sie mit ihren Ressourcen oder wo müssen wir vielleicht nochmal verstärkt testen oder welche Sachen sind stabil, die müssen wir nicht mehr testen. Und all die Sachen, da brauchen sie natürlich Metriken, um das zu erheben. Und das machen sie bei der Testauswertung und fangen dann an, natürlich ein Testmanagement zu machen. Denn bei der nächsten Durchführung müssen sie ja wieder planen, wer macht was, wer testet was genau. Okay, das war mal die Übersicht, jetzt gehen wir in die Details.